Oi, da was geht ab, Leute? Team Mobbelt hier. Heute mit einem besonderen Video. Auf Wunsch von Nico. Er war sentimental geworden. Er wollte unbedingt ein Video für die Fans drehen. Und ihr habt auch danach gefragt, dass wir noch extra ein Recap-Video drehen sollten. Unsere Erfahrungen, was alles auf der DM passiert ist und so. Leg mal los, Chong. Erstmal echt krasses Dankeschön an die ganzen Fans, die wir haben. Ich wusste echt nicht, dass wir so viele Fans haben. Dass die Leute einfach spontan auf uns zugekommen sind und uns angesprochen haben, ob wir Autogramm haben möchten oder machen könnten und Fanfotos. Dati kriegt schon Tränen. Ja. Echt großes Danke an euch. Wir werden uns bemühen, weiterhin Videos zu drehen und eure Ansprechungen zu erfüllen. Also ich muss ehrlich sagen, ich war auch echt krass überrascht. Leute kommen zu dir, quatschen dich mit Namen sogar an, wissen, wer du bist, ja. Und du kennst sie halt wirklich nicht, also du kennst sie eigentlich gar nicht, die Leute wollen ein Foto mit dir, wollen Autogramme von dir, ja. Ich hatte auch einen, der wollte seine drei Destroyer unterschrieben haben, ja. Aber haben wir da nicht gemacht, weil wir kein Edding hatten und ich wollte seine Karte nicht zerstören mit einem Kugelschreiber. Aber er war echt davon überzeugt und ich denke mal, wenn ich ihn wiedersehen würde, und das haben wir auch alle gesagt, immer Edding mit einpacken jetzt, ja, echt wichtig. Aber das war echt geil, einfach zu wissen oder zu sehen, wie schön es ist, Leuten eine Freude zu machen mit dem, was wir machen. Und dass die Leute auch hinter uns stehen und einfach nur geil. Und ja, wir geben unser Bestes, machen weiter so und hoffen, dass wir euch immer mit guten Videos einfach eine Freude machen. Also ich war auch sehr erstaunt, wie viele Leute es waren. Weiß jetzt Prag, sag ich mal, waren es vielleicht, sag ich mal, eine Handvoll. Ne? Und DM hat sich auf jeden Fall, also da kam am ersten Tag, kamen sehr viele Leute zu uns, haben uns erkannt, wollten wie gesagt besser quatschen, Unterschriften und so weiter. Und hat mich auf jeden Fall gefreut. Es zeigt, dass unsere Videos gut ankommen. Ja, also falls ihr Anregungen habt und so weiter, einen Wunsch habt, immer gerne äußern. Da können wir gerne ein Video dazu drehen. Und wir sind auch bei den nächsten Turnieren dabei, also kommt gerne auf uns zu. Wir haben immer eine Minute oder mehr für euch Zeit. Eventuell können wir da auch mal ein Spielchen machen. Und genau. Und ja, also auf jeden Fall zeigt es, dass die Arbeit wert ist, dass die Videos gut ankommen. Und fragen wir mal jemanden, der nicht dabei war, den keiner eigentlich kennt. Auf jeden Fall sehr überraschend und ja, auf jeden Fall sehr cool. Ihr müsst keine Angst haben, also es waren ein paar, die hatten echt Angst, uns anzusprechen und waren nervös und so, also wir sind einfach nur irgendwelche Eumel, die Videos drehen. Hong, haben sie dich erkannt, obwohl du immer hinter der Kamera bist, oder haben die gewusst, wer du bist? Ich konnte mich leider nicht verstecken, also mich haben sie auch entdeckt. Wir hatten keine freie Minute, also immer Action, immer was los. Wir hätten gerne Zeit mit ein paar Fans verbracht, also mehr Zeit mit bestimmten. Also ich habe auch Blue Master 21 getroffen und unser Mega-Fan, aber wir konnten leider nicht mehr Zeit mit dir verbringen. War sehr, sehr schüchtern. War cool. Was kann man sonst noch sagen? Ja, wie Hong schon gesagt hat, wir hatten auch echt wenig Zeit. Wir mussten auch auf die Spiele uns konzentrieren, dann viele Fans, dann mussten wir auch noch intern noch viele Sachen machen. Sprich halt für und den Channel halt noch ein paar Sachen und so. Sprich, wir hatten wenig Zeit, wir haben es aber trotzdem versucht, immer mit euch ein bisschen zu quatschen und Fotos zu machen oder was auch immer. Und werden wir auch in Zukunft zu machen, natürlich auch jetzt nächstes Event ist jetzt, wo wir euch wahrscheinlich antreffen werden, ist die EM. Ich hoffe, ihr seid auch dort. Wie gesagt, quatscht uns an. Wenn ihr Bock habt, machen wir ein Foto oder was auch immer oder reden mal ein bisschen miteinander. Also die Zeit nehmen wir uns auf jeden Fall. Aber ja, macht's weiter so und wir auch. Das EM steht ja vor der Tür. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Beispiel, wenn ihr uns vor dem Turnier noch trifft, wir geben euch gerne noch Tipps, ob ihr irgendwie euer Deck verbessern könnt oder sowas. Können wir echt. Als hätten wir nicht selbst Probleme. Also ich wollte noch sagen, sogar Steve wurde vermisst. Ich wurde des Öfteren auf Steve angesprochen. Amorphage, Steve, wo bist du? Die Leute haben mich sogar gefragt, ob ich Amorphage spiele. Da dachte ich, die wären irgendwie farbenblind oder so, ja. Aber nee, ich habe kein Amorphage gespielt. Die haben wohl den Spieler verwechselt, ja. Aber Steve wurde echt vermisst. Bagisch wurde auch öfters angesprochen. Die Leute fanden es cool, dass er immer noch Anti spielt. Auch wenn das jetzt leider aufgibt. Schweren Herzens. Und alle Fans enttäuschen muss. Aber wir werden sehen.
Endlich. Irgendwelche letzten Worte noch? Nicht wirklich, aber wie gesagt, danke für alles. Ja. Wir werden uns weiter Mühe geben und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Event. Und nicht vergessen, Jungs, Yu-Gi-Oh! Serious Business. Also danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Like, comment und subscribe. Checkt unsere Sponsoren und unsere Facebook-Seite und leidet nicht.